Ja, denn bevor sich eine neue Regierung findet, muss erstmal diese 19. Legislaturperiode beginnen. Das wird sie gleich hier mit der Öffnung durch den Alterspräsidenten. Nach Artikel 39 des Grundgesetzes tritt der Bundestag spätestens am 30. Tag nach der Wahl zusammen. Das wurde auch diesmal, wie schon vor 4 Jahren, voll ausgeschöpft. Aber wir haben natürlich einige Besonderheiten, Ulrich Deppendorf, über die wir vorhin schon gesprochen haben, die AfD. Und da hat ja bereits der 18. Deutsche Bundestag eine Lex AfD geschaffen. Denn hier eröffnet immer noch ein sehr alter Mensch, aber er ist nicht mehr der an Jahren Älteste. Er ist nicht mehr der an Jahren Älteste, sondern er ist der Dienstälteste. Das hat man gemacht in der letzten Zeit, der letzten Legislaturperiode, um nicht in die Lage zu kommen, dass der Älteste sozusagen, ein Abgeordneter der AfD hier, der als Alterspräsident diese Sitzung eröffnet. Das wäre von Gottlob geworden. Das hat man dann geändert. Da hat es Diskussionen drüber gegeben. Müssen wir das eigentlich machen? Können wir da nicht viel lockerer mit umgehen? Aber die Meinung hat sich durchgesetzt, nein, das kann nicht sein, dass ein rechtsnationaler, ein rechtsradikaler Einschlag einer Partei möglicherweise hier den Alterspräsident abgibt und dann diese Sitzung hier eröffnet. Und deswegen die neue Regelung, der Dienstälteste, und das ist in dem Fall Hans-Otto Solms von der FDP. Hermann Otto Solms, genau. Hermann Otto Solms, ein ganz erfahrener Mann, mittlerweile auch hoch in den 70ern. Und der hier schon Fraktionsvorsitzender war in der FDP, der Minister war, der Schatzmeister der FDP war, ein Urgestein der Freien Demokraten, der jetzt, nachdem er 2013 auch ausscheiden musste, bitter für ihn damals, jetzt wieder gewählt worden ist und heute hier diese Sitzung als Alterspräsident eröffnet. Da sehen wir gerade die Bundeskanzlerin. Sie ist ja seit 1990 im Parlament, Hermann Otto Solms seit 1980. Aber es gibt natürlich einen Abgeordneten, der ist der Allzeitrekordhalter, viel, viel länger im Parlament als Hermann Otto Solms. Und da hat man gleich mit diesem neuen Gesetz den nächsten Konflikt geschaffen. Das ist nämlich Wolfgang Schäuble. Der sitzt seit 1972 im Deutschen Bundestag, unbeschreibliche 45 Jahre. Ja. Und nun hat man ihn ausgeguckt, dass er Bundestagspräsident wird. Und eins war ja klar, er kann dann hier nicht eröffnen und diese wichtige Rede halten. Denn der Alterspräsident hält ja gleich hier die Eröffnungsrede. Also Wolfgang Schäuble mit Abstand der Älteste. Ist er auch derjenige, der hier den Laden in den Griff kriegen wird? Ist er die richtige Wahl? Ich glaube ja, er ist die richtige Wahl. Er ist sicherlich der erfahrenste von allen hier im Deutschen Bundestag. Wolfgang Schäuble kann alles, er kann kratzbürstig sein, er kann souverän sein, er hat Erfahrungen, wie man sozusagen mit großen Versammlungen umgeht, nicht nur hier, sondern auch international. Er ist von allen respektiert, manche kritisieren ihn natürlich auch hart, auch heute Morgen noch einmal Sigmar Gabriel, der gesagt hat, also Wolfgang Schäuble hätte einen Scherbenhaufen in Europa hinterlassen in seiner Finanzpolitik. Der ihn aber auch gelobt hat und sagt, ich werde ihn wählen, also wird den Laden hier gut in den Griff kriegen. Klar, das hat jetzt auch alles ein bisschen Wahlkampfthema, das muss man auch sagen, spielt alles eine Rolle, aber alle, SPD, Grüne, ich habe eigentlich keinen gefunden, der gesagt hat, Wolfgang Schäuble ist nicht der richtige Mann. Und jetzt erheben sich die Abgeordneten, denn nun beginnt die konstituierende Sitzung des Deutschen Bundestages. Ja, und Hermann Otto Solms, wie gesagt, wird jetzt hier gleich die Sitzung eröffnen. Und immerhin, man redet ja auch gerne vom Hohen Haus, ist das hier auch ein Zeichen des Respektes hier vor dem obersten Gesetzgebern, die ja alle zusammen hier sind, die 709 Abgeordneten, hoffentlich Morgen, verhalten sich auch in dieser Legislaturperiode dementsprechend. Ganz kurze Frage noch, Ulrich Deppendorf. Diese Eröffnungsrede, welche Funktion hat die? Ja, das ist vielleicht heute eine ganz besondere Funktion, dem Haus zu sagen, macht und bleibt ruhig auch meine in den nächsten sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hier. Es ist ein Einstimmen Sie auf die neue Legislaturperiode, aber jetzt sollten wir Hermann Otto Solms zuhören. Bundestages. Es entspricht der ständigen Übung, zu Beginn der konstituierenden Sitzung nach den Regelungen der bisherigen Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages zu verfahren. § 1 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages sieht vor, dass das am längsten dem Bundestag angehörende Mitglied, das hierzu bereit ist, den Vorsitz übernimmt, bis der Deutsche Bundestag einen Präsidenten gewählt hat.
Die Fraktion der AfD widerspricht diesem Verfahren und hat auf Drucksache 2 beantragt, einen Versammlungsleiter zu wählen, der die konstituierende Sitzung eröffnen soll. Über diesen Antrag lasse ich sofort abstimmen. Wer dem Antrag der Fraktion der AfD zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Dankeschön. Enthaltungen? Der Antrag ist damit mit den Stimmen aller Fraktionen bei Zustimmung der AfD-Fraktion abgelehnt. Wir verfahren nunmehr entsprechend § 1 Absatz 2 der bisherigen Geschäftsordnung. Herr Dr. Wolfgang Schäuble ist das Mitglied, das dem Deutschen Bundestag am längsten angehört. Er hat jedoch auf das Amt des Alterspräsidenten verzichtet. Damit rückt das am zweitältesten dem Bundestag angehörende Mitglied nach. Ich war von 1980 bis 2013, also 33 Jahre, Mitglied des Deutschen Bundestages. Ist jemand unter Ihnen, der dem Bundestag länger angehört? Das scheint offenkundig nicht der Fall zu sein. Dann trifft es also tatsächlich zu, dass die Rolle des Alterspräsidenten auf mich zukommt. Es ist mir eine Ehrenfreude, zugleich den Vorsitz bis zur Amtsübernahme durch den neu gewählten Präsidenten des Deutschen Bundestages zu übernehmen. Damit rufe ich nun den Tagesordnungspunkt 1 auf, die Eröffnung der Sitzung. Ich eröffne als Alterspräsident die erste Sitzung der 19. Wahlperiode und begrüße zunächst den Bundespräsidenten, Herrn Dr. Frank-Walter Steinmeier. Wir freuen uns. Wir freuen uns, Herr Bundespräsident, dass Sie unter uns sind und dieser Konstituierung beiwohnen. Des Weiteren begrüße ich herzlich die ehemalige Präsidentin des Deutschen Bundestages, Frau Dr. Rita Süssmuth. Sowie die ehemaligen Präsidenten des Deutschen Bundestages, Herrn Dr. Wolfgang Thierse. Und natürlich den hochgeschätzten Kollegen Dr. Norbert Lammert, der ja dem Bundestag bis heute vorgesessen hat. Es ist mir ein besonderes Anliegen, Frau Inge Deutschkron zu begrüßen, die ja im Jahre 2013 eine sehr bewegende Rede hier im Deutschen Bundestag aus Anlass des Holocaust-Gedenktages gehalten hat. Mein Gruß gilt auch den anwesenden Botschaftern und Missionschefs sowie allen weiteren Gästen, die auf der Tribüne in dieser Sitzung teilnehmen. Außerdem möchte ich dem Kollegen Reinhold Sendker zu seinem heutigen 65. Geburtstag gratulieren. Als nächstes habe ich gemäß § 1 Absatz 3 der Geschäftsordnung die vorläufigen Schriftführerinnen und Schriftführer zu ernennen.
Nach Absprache mit den Fraktionen benenne ich als vorläufige Schriftführerinnen und Schriftführer die Damen und Herren Abgeordneten. Ich verlese jetzt die Liste. Arthur Auerhammer, Doris Barnett, Heike Behrens, Dr. Karamba Diaby, Sabine Dittmar, Katharina Dröge, Dr. Fritz Felgentreu, Dr. Thomas Gebhardt, Christiane Hase, Mariana Harder-Kühnel, Sebastian Hartmann, Marc Helfrich, Carsten Hilse, Thomas Hitschler, Dieter Janicek, Kerstin Kastner, Ronja Kemmer, Jens Köppen, Markus Koop, Dr. Katja Leikert, Alexander Müller, Bettina Müller, Norbert Müller, Beate Müller-Gemmecke, Volker Münz, Dr. Alexander Neu, Uli Nissen, Omni Nuripur, Friedrich Ostendorf, Tabea Rösner, Manuel Sarrazin, Ulle Schaus, Dr. Wieland Schinnenburg, Benjamin Strasser, Katrin Werner, Nicole Westig, Kai Wittacker, Wolfgang Wiele, Gülistan Yüksel, Hubertus Stebel, Stefan Zierke, Pia Zimmermann. Die Abgeordneten Jens Köppen und Doris Barnett bitte ich, neben mir Platz zu nehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte haben Sie Verständnis, dass ich meinen Ausführungen eine sehr persönliche Erklärung vorausschicken möchte. Ich freue mich ganz außerordentlich, dass gerade ich als Mitglied der Fraktion der Freien Demokraten die Sitzungsperiode des 19. Deutschen Bundestages eröffnen darf. Nach 4 schwierigen Jahren in der außerparlamentarischen Opposition haben wir das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zurückgewonnen. Jetzt können wir der liberalen Stimme im Deutschen Bundestag wieder Gehör verschaffen, und das war unsere zentrale Aufgabe und unser Ziel. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Meine Damen und Herren, vorweg möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen zu ihrer Wiederwahl bzw. Neuwahl in den Deutschen Bundestag herzlich gratulieren. Abgeordnete des Deutschen Bundestages zu sein, ist eine große Ehre, aber eine noch viel größere Verpflichtung. Dieser müssen wir alle in den nächsten Jahren gerecht werden. Der Deutsche Bundestag ist das einzige direkt vom Volk legitimierte Staatsorgan. Er steht damit im Mittelpunkt unserer staatlichen Ordnung, auf die sich alle anderen Organe beziehen. Der Deutsche Bundestag ist darüber hinaus eines der einflussreichsten demokratischen Parlamente der Welt. Das wird schon dadurch deutlich, dass sich der Bundestag seine Regierung wählt, diese beauftragt, kontrolliert und gegebenenfalls wieder ersetzen kann. Die Regierung ist also immer auf das Vertrauen des Bundestages angewiesen. Der Bundestag wählt seine Regierung und nicht die Regierung seinen Bundestag. Das wird in der öffentlichen Übertragung häufig nicht eindeutig dargestellt.
Die in der Verfassung vorgesehene Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers bzw. der Bundeskanzlerin bezieht sich nur auf das Handeln der Regierung und nicht auf die Entscheidungsfindung im Deutschen Bundestag, auch wenn das in den Medien häufig anders dargestellt wird. Der Bundestag bestimmt die politischen Zielsetzungen und die grundsätzlichen Lösungswege. Die Regierung führt sie aus. An zwei Beispielen möchte ich deutlich machen, wie weit die Entscheidungsbefugnisse des Bundestages reichen. Zu Beginn der 90er Jahre verklagte die FDP-Bundestagsfraktion die eigene Regierung vor dem Bundesverfassungsgericht wegen der Zulässigkeit der Out-of-Area-Einsätze der Bundeswehr. Als damaliger Fraktionsvorsitzender habe ich die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht vertreten, genauso wie der bis heute unvergessene Kollege Peter Struck, der die gleichzeitige Klage der damaligen Oppositionsfraktion SPD vertreten hat. Aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts bedürfen seither alle Auslandseinsätze der Bundeswehr der Zustimmung des Parlaments. Deswegen sprechen wir ja heute von einer Parlamentsarmee. Das ist der Zusammenhang. Eine Verantwortung, die in anderen Ländern unbekannt ist, häufig auf Verwunderung stößt, sich bei uns aber nach meiner Meinung bewährt hat. Diese Regelung, die Staat und Soldatinnen und Soldaten vor leichtfertigen Entscheidungen schützt, sollte bei einer Einbettung der Bundeswehr in europäische Verteidigungsstrukturen grundsätzlich beibehalten werden. Auch im Rahmen der Euro-Stabilisierung haben wir ein Höchstmaß an parlamentarischer Kontrolle erreicht und im September 2011 Rechtsgeschichte geschrieben. Damals ist es zum ersten Mal gelungen, einen flächendeckenden Parlamentsvorbehalt gegenüber den Vorrechten der Regierung bei der Außenvertretung des Staates zu installieren. Dieser gilt bei allen die Haushaltsverantwortung des Bundestages betreffenden Entscheidungen der Bundesregierung zur Euro-Stabilisierung. Wir haben dieses Königsrechts des Parlaments, nämlich das Haushaltsrecht, in Gesetze gegossen, welche dieses Recht garantieren. Das Recht des Parlaments, über die Einnahmen und Ausgaben des Staates zu bestimmen, darf auch in Zukunft nicht eingeschränkt werden. In dieser Auffassung hat uns damals das Bundesverfassungsgericht bestärkt. Ich zitiere: Für die Einhaltung des Demokratiegebots kommt es vielmehr entscheidend darauf an, dass der Deutsche Bundestag der Ort bleibt, an dem eigenverantwortlich über Einnahmen und Ausgaben entschieden wird, auch im Hinblick auf internationale und europäische Verbindlichkeiten. Ende des Zitats. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Wahlergebnis vom 24. September hat die Kräfteverhältnisse im 19. Deutschen Bundestag stärker verändert, als gemeinhin erwartet wurde, und zugleich auch die politischen Rollen neu verteilt. Diese Entscheidung der Wähler haben wir zu akzeptieren. Das Parlament muss ein Spiegelbild der Meinungsvielfalt in der Bevölkerung sein. Ich warne davor, Sonderregelungen zu schaffen, auszugrenzen oder gar zu stigmatisieren. Wir alle haben das gleiche Mandat. Wir alle haben das gleiche Mandat, gleiche Rechte, aber eben auch gleiche Pflichten. Es ist klug, sich im politischen Wettbewerb auf inhaltliche Auseinandersetzungen zu konzentrieren. Dabei gilt,
Jeder, der hier das Wort ergreift, übernimmt persönlich die Verantwortung für das Gesagte. Durch die Wahl sind wir jetzt die Repräsentanten des Volkes. Und der Wille des Volkes, von dem ja alle Staatsgewalt ausgeht, ist Maßstab unseres Handelns. Selbstverständlich fühlen wir uns alle auch verantwortlich gegenüber unseren Parteien, die uns als Kandidaten nominiert haben. Und das Grundgesetz bestimmt, dass die Parteien bei der politischen Willensbildung mitwirken. Ohne Parteien ist dies auch gar nicht zu organisieren. Wer Demokratie bejaht, muss auch demokratische Parteien bejahen. Es ist zu bedauern, wie wenig die Mitgliedschaft oder die Unterstützung demokratischer Parteien in der Öffentlichkeit gewürdigt wird. Wir dürfen die ehrenamtliche und unentgeltliche Arbeit von Zehntausenden von Politikern gerade auf kommunaler und regionaler Ebene nicht vergessen, ohne die die demokratische Willensbildung überhaupt nicht möglich wäre. Deshalb danke ich heute besonders allen, die bei der Bundestagswahl, bei Landtags- oder Kommunalwahlen kandidiert, aber eben kein Mandat erhalten haben. Sie haben mit Ihrem Engagement einen besonderen Beitrag für die lebendige Demokratie geleistet. Parteien stellen das politische Personal, die Kandidaten für politische Ämter und nehmen zusätzlich Einfluss auf die Rekrutierung und die Besetzung von leitenden Positionen in Verwaltung und Gerichten. Das ist viel Macht, die große Verantwortung mit sich bringt und ein hohes Maß an Selbstkontrolle und Selbstdisziplin einfordert. Wichtig ist dabei, und was wir nie vergessen sollten, die Verantwortung gegenüber dem jeweiligen Parteienvotum muss zurückstehen hinter der Verantwortung gegenüber den Wählern und der Gesellschaft. Ich erinnere an Artikel 38 unseres Grundgesetzes. Daran heißt es, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen verantwortlich und ihrem Gewissen unterworfen. Es bleibt dabei, es gibt kein imperatives Mandat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute wird unsere Demokratie neu herausgefordert. Die gefühlte Distanz zwischen Bürgern und Politik steigt. Entscheidungen, die im parlamentarischen und rechtsstaatlichen Verfahren getroffen werden, stoßen mitunter auf Unverständnis oder gar auf Protest. Bürger erwarten politische Führung und Reformfähigkeit, aber sie wollen auch demokratische Verständigung, Moderation und Ausgleich. Immer mehr Bürger organisieren ihre Interessen und Initiativen außerhalb der klassischen parteipolitischen Strukturen. Zugleich ziehen sich leider zu viele Menschen ganz aus der politischen Öffentlichkeit zurück. In den sozialen Medien werden Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Misstrauen, Ressentiments und populistische Hetze kultiviert. Wir dürfen unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht diesen Stimmen und Stimmungen überlassen. Es ist vielmehr unsere Pflicht, das Vertrauen in die wehrhafte, engagierte und lernende Demokratie zu stärken durch unser Reden und durch unser Handeln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können stolz sein auf unsere lebendige Demokratie. In ihr geht es nicht nur darum, dass am Ende Mehrheiten entscheiden, sondern auch darum, dass Minderheiten genauso ihre Rechte wahrnehmen können.
Und dass die Menschen erkennen, dass im Deutschen Bundestag alle Überzeugungen zur Sprache gebracht werden können. Und zwar von allen Bürgern, woher sie auch kommen, woran sie glauben, welchen Geschlechtes sie sind oder welchen Bildungsgrad sie besitzen. Dabei ist es die vornehmste Aufgabe des Parlaments, die Freiheits- und Grundrechte aller Bürger zu wahren und zu sichern, damit die Bürger im Rahmen dieser Gesetze ihr Leben möglichst frei gestalten können und ihre Privatsphäre geschützt wird. Unsere gemeinsame Aufgabe muss es sein, dafür zu sorgen, die gesellschaftlichen Debatten unserer Zeit wieder dahin zurückzuholen, wo sie hingehören, nämlich hier in den Deutschen Bundestag. Genau hier ist der Platz der Auseinandersetzung der verschiedenen politischen Ausrichtungen und Überzeugungen. Hier im Deutschen Bundestag sind die Parteien in dem Maße vertreten, wie sie in freier Wahl bestimmt worden sind. Deshalb kommen hier die unterschiedlichen politischen Strömungen zur Geltung, und zwar in dem Verhältnis, wie sie von den Wählern Unterstützung erhalten haben. Das Zerrbild von der Politik, wie es beispielsweise in den sozialen Medien oder in manchen Fernsehtalkshows dargeboten werden, gibt diese faire Repräsentation nicht wieder. Bei letzteren werden häufig Vertreter auffälliger Positionen eingeladen, weil dies eine höhere Einschaltquote verspricht. Was bedeutet das für uns? Wir müssen den Menschen auf Augenhöhe begegnen und ihnen Orientierung geben. Wir brauchen eine lebendige, lebensnahe Debattenkultur. Wir müssen dabei eine Sprache sprechen, die verstanden wird. Wir müssen die unterschiedlichen Positionen klar und deutlich herausarbeiten, damit die Wähler sich bei ihrer Wahlentscheidung daran orientieren können. Es muss für uns der lateinische Grundsatz gelten, suaviter in modo, fortiter in re, also maßvoll im Ton, aber bestimmt in der Sache. Wie auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner Rede zur deutschen Einheit sagte, Kontroversen ja, aber aus Differenzen darf keine Unversöhnlichkeit entstehen. Ich kann ihm nur zustimmen. Wir brauchen weniger ideologische Grabenkämpfe als problemorientierte Lösungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss möchte ich noch auf die aktuelle Größe des Bundestages zu sprechen kommen. Sie verspüren alle selbst, dass der Bundestag mit 709 Mitgliedern eine unerwartet hohe Anzahl an Abgeordneten erreicht hat. Die Größe dieses aufgeblähten Parlaments trägt eher dazu bei, dass die Arbeitsfähigkeit des Bundestages genauso wie sein Ansehen bei den Bürgern leidet, auch wegen der dadurch gestiegenen Kosten. Wie der bisherige Bundestagspräsident Norbert Lammert rege auch ich an, dass sich der Bundestag rasch mit einer Reform des Wahlrechts befasst. Im Interesse der Funktionsfähigkeit des Parlaments darf es dabei keine taktischen Machtspiele geben. Meiner Meinung nach war das alte Wahlrecht im Wesentlichen von allen politischen Kräften akzeptiert. Wenn es keine schnelle Einigung gibt, sollte der Bundestag dieses wieder in Kraft setzen, notfalls mit verfassungsändernder Mehrheit. Für die neue Legislaturperiode wünsche ich uns allen das notwendige Verantwortungsgefühl für faire und sachgerechte Auseinandersetzungen mit Klarheit und Augenmaß.
Lassen Sie uns den Bürgerinnen und Bürgern beweisen, dass unsere Demokratie hohe Integrationskraft besitzt, dass wir nicht sprachlos gegenüber Hetze und Parolen sind, dass wir Provokationen Argumente entgegensetzen und dass wir ernsthaft Lösungen für die Probleme der Zukunft finden. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Ja, soweit die Rede von Hermann Otto Solms. Ein ungewöhnlicher Anfang, Ulrich Dettendorf, mit einem vorgestellten Danke Wort zur Ihnen FDP. Ja, das war sicherlich ungewöhnlich. Das war sicherlich auch geschuldet seiner Emotionen. Ich hatte das vorher schon gesagt. Ansonsten war es eine Rede, die doch nochmal deutlich machte, hier ist der zentrale Ort der politischen Entscheidung. Er hat auch gesagt, wir wollen hier in diesem Bundestag keinen stigmatisieren, wir wollen faire Auseinandersetzung, aber jeder muss sich an die Spielregeln halten. So, jetzt alle haben Rechte ich auf und den Pflichten. Tagesordnungspunkt 2. Also er hat auch hier und da selbst die Frage der Geschäftsordnung die Frage der Größe des Parlaments angesprochen. Fast schon so ein kleines Pflichtenheft. Aber jetzt hören wir mal weiter, wie es Hermann Otto Solms schafft, als Alterspräsident dieses Parlament nun erstmal durch den ersten Tag bis zur Wahl eines neuen Präsidenten zu führen.